Da sind wir wieder zurück im Akademie-Dschungel bei SimCity 5, wo ich jetzt gleich auf Fortsetzen klicken werde, um mal zu sehen, was wir heute machen. Für mich ist das jetzt noch nicht lange her. Ich hatte ja die letzte Session, die 4 Folgen, gestern erst aufgenommen. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob wir soweit alles gut hinbekommen. Ich möchte jetzt so langsam aber sicher eine neue Stadt noch mit anfangen, die uns dann hoffentlich noch ein bisschen Kohle bringt, also Kohle im Sinne von Geld. Und da bin ich jetzt allerdings noch nicht ganz sicher, inwieweit ich da was machen werde oder was ich da aus dieser Stadt machen werde. Von den Spezialisierungen her möchte ich natürlich auch ein bisschen ein paar verschiedene Sachen zeigen. Das Einzige, was ich zumindest im Moment nicht vorhabe zu zeigen, sind die Megatürme, weil ich damit schon zweimal Pech hatte und im Let's Play, naja, muss nicht unbedingt sein, dass wir dann eine Stadt nur am Retten sind. Und ja, das ist dann immer so ein bisschen blöd. Klar, ich habe 24 oder 27 oder was, war Millionen. Allerdings ist eben dann auch das Problem, trotz der Millionen, wenn man immer wieder 1 Million in eine Stadt reinpumpt, dann ist das Geld doch ganz schnell weg. So, erstmal wieder im ruckelnden Sturmwurstel. Vor allem, was rede ich? Akademie-Dschungel. Mit paar Leuten und dem und der Forschung. Ich stelle mal die Geschwindigkeit wieder auf doppelt. So. Hier mit unserem Flughafen, den ich eigentlich gern noch ein bisschen ausbauen würde. Hatte ich ja auch, glaube ich, gestern schon mal überlegt. Naja, sagen wir so viele Fahrzeuge fahren jetzt oben zwar nicht lang, aber alles über die kleine Straße, naja, ich weiß nicht. Wenn das alles dann darüber geht, das wird, denke ich, ein bisschen zu viel. Einnahmen Goldmitglieder, oh, Omega Gold, wow. 184 Stunde mal 2. Naja, ich denke, wir lassen das mal so. Genau, wir lassen das einfach mal so. Das sollte schon passen. Gut, hier bauen sich jetzt überall noch die Häuser auf. Hier oben haben wir unser Omega. Und hier könnten wir mal noch was hin. Oh ja, bauen wir gleich mal noch einen dazu. Wie sieht es mit unserem Wasser aus? Da sind wir noch ganz gut. Da. Filterpumpe, das ist gut. Da sehe ich jetzt auch noch keinen Handlungsbedarf. Und Wassertürme haben wir. Keine mehr, genau. Abwasserentro hoffentlich Uni. Nee, das haben wir Uni. Und hier unten ist der Verkehr ein bisschen sehr dicht. Ich würde gern bleiben, aber es gibt keine Hotels, dafür kann ich nichts. Aber warum sich der Verkehr hier so staut? Allgemein, die wollen alle dann. Die wollen dann, denke ich, alle geradeaus, ne? Und auch alle hier rein. Soll ich was sagen? Wir machen hier mal die kleine Straße wieder weg und machen dann das Casino. Omega mag mich noch nie. Gut, Handel, ja, Kultur. Muss eigentlich Uni unbedingt sein, oder? Nee, Kultur. Washington Monument, bla bla bla. Stadien. Das ist ganz groß und das bringt eh nicht so viel. Und Handel. Das. Bohrungen. Glücksspiel, Megatürme möchte ich noch nicht. Akademie.
brauche ich hier nicht und Omega habe ich. Na, dann machen wir hier auch Glücksspiel. Aber ich glaube, das ist wieder für die... für ganz oben. Ja, wir probieren es einfach mal. Gucken, was kann man hier alles bauen. Leuchtendes Casino-Schild oder Casino-Leuchtschild? Pokerzimmer. Pokerzimmer. Ja, können wir machen. Penthouse für die obere Einkommensklasse. Brauchen wir mal noch nicht. Zimmer der unteren. Genau, das brauchen wir. Haben wir hier zweimal der untere. Einmal die gehobene. Vielleicht noch ein Pokerzimmer. Ja. Und sagen wir mal noch das Penthouse. Zack. Machen wir es mal so. Und hier die Straßen. Wie sich das jetzt verteilt. Das Blöde ist, dass die hier wieder warten müssen. Das ist ein bisschen suboptimal. Das ist extrem suboptimal. Und das ist die Förderabteilung. Mache ich mal ganz kurz Stopp. Reiß mal als erstes die Förderabteilung weg. Ich muss jetzt ja mal kurz ein bisschen strategischer vorgehen, als ich es eigentlich möchte. Machen wir hier die Straße weg. So. Als nächstes bauen wir hier die Straße hin und nehmen aber die hier wieder weg. Weil die müssen wir ja... Ah doch, die nehmen wir weg. So. Zack. Da haben wir jetzt gleich wieder ein bisschen mehr Platz, immerhin. Genau, die können wir wieder hinbauen, von mir aus. So, und wie haben wir es hier verteilt? Hier wieder Wohngebiete hin. Und hier nochmal Commercial von mir aus. So. Wobei, nee, dort machen wir Wohngebiete. Denn Commercials bauen wir... Ein bisschen brauchen wir es, aber wir machen trotzdem Wohngebiete hin. Und wir können unsere Bürgermeistervilla upgraden, die sich hier befand. Und die Leute wollen immer noch höhere Grundstückspreise haben. So. Wie sieht's hier aus? Omega Kur. Zu langsame Lieferungen. Ich habe ja 4 Omega-Fabriken stehen und die meckern, dass die zu langsame Lieferungen haben, ist eine Frechheit. Guck, was ich hier alles an Drohnen rum, was hier an Drohnen rumschwirrt. 6868 Emma Replays. Nice. Gefällt mir gut. Ein Nachteil ist jetzt natürlich, jetzt müssen die sich alle hier über die kleine Straße noch quälen. Gut, bei der Universität hier fahren die so viele lang, das ist okay. Aber das hier muss ich noch mal wegmachen. Damit bin ich noch unzufrieden. Und Abwasser macht schon wieder Probleme. Ja, das waren Commercial. Das waren Wohngebiete. Und Abwasser macht verstopfte Rohre.
Und einer dann noch dort. Oh, jetzt haben wir ein Wasserproblem. Jetzt brauchen wir noch eine Filterpumpe und dann ist ja auch schon wieder alles voll. Ich weiß, unser Portemonnaie leer. Sagen wir es mal so rum. Guck mal ganz kurz, planieren müssen wir nichts. Das ist schön. Jetzt muss ich ja unten der Komplex nur wieder aufbauen, damit wir wieder einen Gewinn machen. Ich weiß, wie sieht's hier aus? Ui! Ah, ay, caramba. Ja, wobei 4350, na mal schauen. Achso, ich kann hier glaube ich. Was wollte der mir gerade sagen? Nee. Ausbauen kann ich nicht, aber ich sollte nochmal nach ein paar Parks gucken. Ich glaube, da habe ich jetzt wieder ein bisschen was weggenommen. Ha, hier muss dann was hin. Oh, hier muss mehr gedeckt sein. Und jetzt kann ich mir nicht mal mehr einen Park leisten. Das ist doch geil. Zack. Und sagen wir mal noch hier. Und die Leute wollen alle zu mir. Jetzt machen wir nur noch 6000 minus. Ich glaube, die Anlaufphase hat einfach ein Stück gedauert. Und jetzt können wir schon wieder upgraden. Wie viel Zufriedenheit haben wir? 81%. Das ist doch schon mal schön, wenn uns 4/5 mögen. Die Stadtflagge. Und jetzt kommen hier auch überall wieder die Häuser, die uns alle schön viel Geld bringen. Und es sind noch fast alle sehr zufrieden mit uns. Das sieht doch gut aus. Noch 2000 minus, ich denke, das schaffen wir. Das sollten wir hinbekommen. Ich gehe nochmal kurz auf die Regionsansicht und gucke nochmal wegen dem Omega. Groß Omega-Transporter. Machen wir hier mal 5 draus, was will der mir anzeigen? Großprojekt. Was haben wir denn? Internationalen Flughafen. Ja, gut. Ich glaube, den machen wir dann mit der nächsten Stadt. Da brauchen wir dann ganz viel zum Handeln. Und das muss man dann auch ganz schön viel und muss dann auch ganz schön was kosten. Mal gucken, 10.000, nee, doch 10.000 Barrel. Ich glaub, der hat ja ganz schön viel mehr gebraucht, oder? $250.000 Barrel. Ja gut. Könnten wir schaffen, ne? Gut, Nissan Leaf bringt ein bisschen Kohle. Sehr gut, und Big Ben, eine Gardia, oder das Teil jetzt macht auch noch. Es gibt tolle Läden, bla bla.